Die wenigen Menschen, die ich auch nach einem Gespräch umarmen wollte und habe auch umarmt, waren also Vertreter der Rüstungsindustrie. Seit wann verehrst du Stepan Bandera? Warum? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verehre. Doch, mehrfach. Da gibt es keine Gesetze, also für diejenigen, die für die Freiheit kämpfen. Also ich meine, Robin Hood wird ja von allen verehrt, aber auch er hat ja nicht quasi laut dem Recht gehandelt, das damals gültig war. Stimmt. Und da gab es ja noch vor dem Einmarsch der Deutschen, haben die einen Beschluss auf ihrem Kongress befasst. Ich zitiere: Die Juden sind die am meisten ergebene Stütze des bolschewistischen Regimes und die Avantgarde des Moskauer Imperialismus in der Ukraine. UN kämpft gegen die Juden, weil sie die Stütze des Moskauer bolschewistischen Regimes sind. Gleichzeitig wird den Volksmassen erklärt, dass Moskau der Hauptfeind ist. Und dann im Mai heißt es in einer Instruktion zum Kampf und die Tätigkeit der UN während des Krieges, Zitat, dass Juden im Gegensatz zu Polen und Russen auch in der Phase nach dem Krieg nicht assimilationsfähig sind, sie also vernichtet oder zwangsumgesiedelt werden müssen. Was ist das? Kannst du das präzisieren? Das ist das von dem UN-Kongress im April 1941, also einen Monat vor dem Einmarsch der Deutschen, wo er der Chef war. Das ist sein Beschluss. Und woher hast du das? Weil das kenne ich zum ersten Mal. Ja? Das ist von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Das ist von der jüdischen Gemeinde Berlin. Ah, okay. Es gibt keinen Befehl, es gibt keine Beweise. Das waren aber seine Truppen. Seine Truppen haben... Das ist doch zweifellos. Du sagst zweifellos, aber es gibt keine Beweise. Also er wurde nicht verurteilt. Es gibt keine Beweise, dass er selbst einen Juden umgebracht hat. Das stimmt, aber seine Leute... Er hat befehligt. Er hat befehligt, 100.000 Zivilisten. Er hat keinen Befehl gegeben. Er hat keinen Befehl gegeben, Juden zu vernichten. Und deswegen, dazu stehe ich. Und deswegen... Ich habe dir doch gerade vorgelesen, was sein Programm war. Die Juden waren die größten Feinde von ihm. Selbst noch vor Russen und Polen und Deutschen. Es gab Flugblätter, als die Deutschen reingekommen sind nach Lviv. Da hieß es: Volk, das musst du wissen. Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden, sie sind deine Feinde. Vernichte sie, das musst du wissen. Deine Führung, dein Führer Stepan Bandera. Also ich werde dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Und das war's. Ja. Bandera war kein Massenmörder. Einfach war nicht. Er nicht Führer dieser Partisanen? Er war im Gefängnis. Du erkennst an, dass deren Ideologie die Hauptfeindschaft Juden, Polen und Russen hat. Das ist auch schwarz auf weiß. Die Ideologie der Menschen, die für die Freiheit im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, war, dass sie eine unabhängige Ukraine errichten wollten. Ethnische Säuberung, nämlich frei von, also eine unabhängige Ukraine, frei von Juden, Polen und Russen. Das war Banderas Traum. Und den verehrst du. Ich verehre nicht jemanden, der Antisemit ist. Aber Bandera ist eine Persönlichkeit, deren man nicht alle Verbrechen der Welt jetzt zuschreiben will. Ist das auch die Haltung von Zelensky? Bist du da sicher? Als jüdischer Präsident? Ich. Pan Bandera герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Степан Бандера, герой, это классно. Да.